In Deutschland ist die Inzidenz noch niedrig, aber in anderen Ländern geht sie wieder durch die Decke. Und so stuft die Bundesregierung die USA, Israel und die Türkei wieder als Hochrisikogebiete ein. Ungeimpfte und nicht genesene Reiserückkehrer müssen ab morgen für 5 bis 10 Tage in Quarantäne. Für die Türkei gilt diese Regelung allerdings erst ab kommenden Dienstag. Portugal wird, abgesehen von der Küstenregion Algarve sowie der Hauptstadt Lissabon, von der Liste der Risikogebiete gestrichen. Mittlerweile werden fast 70 Länder als Hochrisikogebiete eingestuft.